Namaste, liebe Freunde, herzlich willkommen. Thomas, Tina, Soraya, Kerstin, Tim, Ulrika, Tina, Roland, Wunschlos ist ohne Absicht zu sein. Vanessa, Ulrika, Sian, Erich, herzlich willkommen im Raum der Absichtslosigkeit, der Wunschlosigkeit, im Raum der Erfülltheit von dem, was ist. Silvia. Tim schreibt, das Video läuft wieder. Ja. Schön, lieber Tim. Joachim, Pan. Ulrika, Kontakt trotz Kontaktverbot. Ja, hautnah, liebe Freunde. Hier hautnah. So lebendig. Silvia, Nitara, herzlich willkommen. Anna, Mavi, Roland, Erika, Kerstin, so ein schönes, wunderbares Sein, das nichts braucht und erfüllt ist. Wo keine Absicht besteht, aus einer Wunschlosigkeit noch mehr herauszuholen. Denn es ist so, liebe Freunde, vieles in unserem Leben haben wir erreicht, mit Absichten auch, ja, viele Ziele erreicht und die sollten uns glücklich machen. Und wir stellten tatsächlich danach fest, eigentlich waren wir vorher auch schon genauso glücklich oder so zufrieden. Dieses Ruhen in dieser Wunschlosigkeit, kein Wunsch nach Erleuchtung, kein Wunsch nach Erwachen, kein Wunsch nach bestimmten anderen Zuständen als den Zustand, der gerade hier ist. Das ist genug. Mascha, Karin, Hanna, herzlich willkommen. Fragen und Mitteilungen zu Wünschen oder Wunschlosigkeit sind jederzeit willkommen. Pejari, herzlich willkommen. Alles, was wir jetzt gerade erleben, ist zu unserem Besten. Gerda, herzlich willkommen. Sich davon erfassen lassen, dass das, was gerade jetzt ist, für uns das Beste ist. Zu unserem Besten ist. Karin, Maria, Komala, herzlich willkommen. Was ist zum Besten?
Uschi, herzlich willkommen. So eine Freude. Am Ziel unserer ganzen Absichten erlangt zu sein, in dieser Gnade des Erlebens, dass das genug ist, was jetzt ist. Brigitte, herzlich willkommen. Annelie. Herzlich willkommen, Annalea. Annalea. Anaela. Anaela. Supriya, herzlich willkommen. Kumala ist gerade aufgewacht. Einfach so. Und freut sich, hier mit uns zu sein. Aus Indien. Anne, herzlich willkommen in der Wunschlosigkeit des Augenblicks. In der Endlosigkeit des Göttlichen. Kerstin hatte noch nie ein Ziel. Beate, Martha. Kumala schreibt in Indien, bei uns ist es jetzt 20 vor 1. Nachts. Priska. Thomas schreibt, das, was du jetzt mit uns teilst, passt zu dem, was mir heute Morgen klar wurde. Es gibt ja keine Zufälle, Thomas. Alles geschieht zur rechten Zeit. Alida, herzlich willkommen. Brigitte. Thomas schreibt, je weniger ich will, desto mehr kann Gott mir geben. Ja, das Beste ist, alles von dir zu geben. Lieber Thomas, so dass da niemand mehr ist, und dann ist da nur noch ein leerer Raum. Ein leerer Raum in der Präsenz der Gegenwärtigkeit. Jeden Augenblick das Göttliche empfängt. Silvia, Lisa, Lisa, Klaus, Edith, Erika und Karl, herzlich willkommen. Gestern wurde an mir herangetragen, mal wieder was vorzulesen aus dem Buch. Silvana, Adriana, herzlich willkommen. Hier einfach so mal aufgeschlagen.
Sich mit dem freien Willen zu beschäftigen, ist der Trick des Verstandesgeistes, nicht der unfassbaren Gegenwärtigkeit zu dienen. Der freie Wille ist ein Widerspruch in sich selbst. Jeder Wille unterliegt einer Absicht. Jede Absicht lässt das Bewusstsein, also das, was du bist, nicht gelöst sein. Nur ein gelöstes Bewusstsein ist frei von Absichten. Der freie Wille existiert nur, wo sich niemand damit beschäftigt oder versucht, ihn auszuüben. Ist nun alles vorbestimmt? Woher soll eine Ich-Vorstellung das wissen können? Das Ich ist nur eine Vorstellung im Verstandesgeist. Wahrheit, nicht beschreibbar, hier ein Versuch, ist die unfassbare Gegenwärtigkeit mit dem, was gerade geschieht. Genieße das Geschehen in Liebe, wenn es dir möglich ist, jetzt absichtslos, denn mehr geht nicht. Lisa, Alisa, Silvia, Mario, herzlich willkommen. Melina, Coco, herzlich willkommen. Brigitta, herzlich willkommen. Hier im Raum der Wunschlosigkeit, nichts erreichen zu wollen, nichts zu wünschen. Einfach zu sein. Was für ein Segen, liebe Freunde. Wenn es nichts mehr braucht. Ulrika, ja, von dir kam gestern der Hinweis, dass mal wieder was vorlesen aus dem Buch. Danke dir, Ulrika. Ulrika schreibt, danke fürs Vorlesen, gelöstes Bewusstsein, Fragezeichen, von was gelöst? Von Absichten. Liebe Ulrika, von Wünschen, von Vorstellungen, von all dem gelöst, was jetzt über das, was jetzt ist, hinausgeht, als eine mentale oder emotionale Regung. Das ist nicht verstehbar, weil das Verstehen wollen von dem, worüber ich jetzt spreche, das Bewusstsein ja schon wieder mit einem Wunsch des Verstehens zu wollen, absorbiert. Es genügt einfach,
zu sein. Alida schreibt, ich musste so aus dem Bauch lachen, als du erschienst mit deinem guten, freundlichen, gütigen Gesicht. Diana, Eva, herzlich willkommen. Roland schreibt einfach zu sein. Ja. Ramona, Christine. Und aus dem, was ist, geschehen lassen, was geschieht. Ramona, vom Verstand lösen, ja. Conny, herzlich willkommen. Manuela, herzlich willkommen. Christine, herzlich willkommen. Sandra, Jenny, Manuela. André, herzlich willkommen. Tina schreibt, ja, man versteht deine Worte, wenn man sie nicht verstehen will. Und doch sind sie ja auch nur Schein, ja, weil sie erscheinen. Ganz genau. Und alles, was erscheint in diesem Lebenstraum, ist nicht die Wahrheit, weil die Wahrheit eben keine Erscheinung ist. Sie ist. Das, was du bist, ist nicht beschreibbar und deshalb bist du die Wahrheit selbst. Aber nicht in diesen Worten, weil die ja wieder erscheinen. Du musst es selbst sein. Sei das, was du selbst bist. Die Wahrheit, die nicht beschreibbar ist, die nicht fassbar ist. Deshalb immer mein Hinweis, auch hier in diesem Erscheinen der Worte, lass dich erfassen von dem Unfassbaren. Ja, es ist so ein Paradox, ja. Lass dich erfassen von dem, was du bist, ja. Pan. Herzlich willkommen, ja. Iris, Nathalie. Ramona schreibt im Vertrauen, so geschieht alles so, wie es sein soll. Ja. Ulrike, herzlich willkommen. Tina, Soham. Karl schreibt, ja, das Selbst ist nicht fassbar, aber es alles kann dadurch wirken. Alles wirkt einfach. Ja.
Dieses Wissen wollen ist ja auch schon wieder eine Absicht, etwas wissen zu wollen. Deswegen löse dich von jedem Wissen wollen. Jenny fast schreibt fassbar mit dem Herzen. Ja. Anita, herzlich willkommen. Ulrika schreibt, sei das, was du bist, Fragezeichen, oder nicht bist. Worte, Energieträger aus der Qualität, die jemand ist. Ja. Sei das, was du nicht sein kannst. Karl schreibt, es wirkt, wenn man selbst nicht sich im Wege steht, selbst dem Selbst nicht im Wege stehen. Ja. Weil jedes im Wege stehen ist wie dieses Verschleiern. Das ist eine Täuschung, das täuscht dann. Täuscht was vor, was nicht wirklich ist. Jenny schreibt, ich bin, der ich bin und somit bin ich einfach, der ich bin. Und das ist genug. Dr. Johannes, herzlich willkommen. Suva, Stefan, herzlich willkommen. Ich habe noch was auf derselben Seite von diesem Buch Apsislos. Nicht gegenwärtig zu sein, ist die Abwesenheit der Anwesenheit. Gegenwärtig zu sein, ist die Anwesenheit der Anwesenheit als die gegenwärtige Gegenwärtigkeit. Es gibt nur Gegenwärtigkeit,
in der eine Instanz in dir genießt oder eben nicht. Niemand genießt immer, jedoch in einem gelösten Bewusstsein öfter. Weil ein gelöstes Bewusstsein eben schon so erfüllend, ohne dass du darüber nachdenken musst, wunschlos zu sein, einfach kein Wunsch auftaucht. Es ist eine Zufriedenheit, eine erlebbare Zufriedenheit mit dem, wie es gerade ist. Jenny schreibt, Anwesenheit begleitet dich auf Schritt und Tritt. Ja. In so einem Sein, einfachen Sein. Kannst du der Anwesenheit nicht entkommen. Eva, herzlich willkommen. Ulrika schreibt, wie käme dann aus Wunschlosigkeit Handeln zustande? Es geschieht einfach spontan. Ohne einen Handelnden. Das ist damit gemeint, mit dieser Aussage, ohne persönliche Täterschaft geschieht Handeln. Weil letzten Endes, Ulrika, kannst du ja auch fragen, wenn da niemand ist, wie ist es dann möglich, dass Handlung geschieht? Weil diese Wunschlosigkeit ist ja die Abwesenheit eines Wunsch, eines jemand, der einen Wunsch hat. Dieser jemand, der einen Wunsch hat, ist ja auch schon wieder nur eine Vorstellung, die aber, wenn diesen Gedanken geglaubt wird, eine bestimmte Erlebbarkeit erzeugt, dass etwas fehlt, wunschlos zu sein. Dass also ein Ich handeln muss, um etwas zu erreichen. Es geschieht einfach. So zum Beispiel, wenn du morgens im Bett liegst, ja,
Zum Beispiel so ein Sonntagmorgen. Oder wie jetzt in diesem bestimmten Zeitgeschehen, viele ja nicht arbeiten müssen oder diesen gewöhnlichen Tagesablauf zumindest nicht haben. Und du liegst dann morgens im Bett noch, ja, machst die Augen auf und siehst einfach, ohne dass du einen Gedanken hast, wann der Körper bereit ist, aufzustehen. Er steht einfach irgendwann mal auf. Ohne dieses Gefühl oder dieses Ich stehe jetzt auf und dann steht der Körper auf, sondern du stellst fest, der Körper steht einfach auf. Er geht zum Bad, zum Beispiel. Ja. So. Oder er geht in die Küche. Ne? Er macht sich ein Brot, ein Kaffee. Nicht mehr dieses Ich mache. Es geschieht dann einfach immer aus der Gegenwärtigkeit heraus. Handlung geschieht. Gedanken, das wäre ja jetzt schön, wenn jetzt der Kaffee kommt oder so, können ja auftauchen. Das sind aber nur Gedanken wie Wolken am Himmel. Mehr nicht. Und das, was geschieht, geschieht auch ohne diese Gedanken. Es geschieht mit den Gedanken und ohne Gedanken, aber es ist bedingt nicht unbedingt den Gedanken oder eines Wunsches. Also zum Beispiel, wenn Helmut einkaufen geht, manchmal habe ich einen Zettel, weil ich schon mal aufschreibe, was fehlt oder so, ja, aber oft auch nicht. Und dann laufe ich durch diese Regale und dann plötzlich kommt, ah ja, das. Da kommt das noch da in den Einkaufswagen oder so, ja. Aus dem Moment heraus. Eva schreibt, das ist Liebe, fühlt sich gut an. Ja, wenn es sich gut anfühlt, dann ist es Liebe. Ingrid, herzlich willkommen. Jenny schreibt, es geschieht einfach ohne Erwartungen und übertrifft jede Erwartung. Ja, es ist Sein in seiner reinen Form. Und jede Erwartung ist eben, sind geistige Impulse, die aber nie so zufriedenstellen können wie ein Ruhen in einer Wunschlosigkeit oder einer Absichtslosigkeit, so wie jetzt gerade. Dieses jetzt hier, dieses Live-Chat ist ja auch in gewisser Weise ein Raum, um das zu erleben, diese Wunschlosigkeit. Um sich hier zu erkennen, dass das dein Zuhause ist, dieses einfache Sein. Um das von hier auch in deinen Alltag zu übertragen, so dass es dir immer öfter auf ganz natürliche Weise möglich ist, in deinem natürlich gegebenen Zustand zu ruhen.
Eva schreibt, aber wir lernen auch vom Wünschen und der Wunscherfüllung. Zwischendurch macht das sogar mal wunschlos glücklich. Ja, das ist der natürliche Weg unseres Prozesses im Menschsein, vom Kleinkind, ja, dass wir Ziele und Wünsche haben. Das ist ganz natürlich. Ja. Wir wollen was erreichen, wir machen Schule, wir machen Ausbildungen, wir lernen dazu und sind doch immer irgendwo, finden wir uns vor, dass wir auch schon in diesem Zustand waren, dieser Wunschlosigkeit, wenn diese Wünsche auch wieder alle erfüllt sind. Das heißt, der Mensch muss durch all das durch. Das ist das seine Lebenstraum, Lernerfahrung in gewisser Weise. Ja? Dass wir alle irgendwo durch diese Ziele, die wir verwirklicht haben, uns manifestiert haben in Form, bis wir irgendwann mal im Leben zu einem Punkt kommen, meistens erst im letzten Drittel vielleicht des Lebens, so, ja, wie der ein oder andere von euch jetzt, wo man erkennt, ich bin wunschlos glücklich. Ich brauche keine Ziele mehr. Ilka, herzlich willkommen. Tina schreibt, ja, das ist spannend beim Einkaufen. Eva schreibt, ich höre immer, was ich kaufen soll. Das ist wie ein Geschenk. Ja. Silvia schreibt, so schön, wenn es sich gut anfühlt. Kerstin schreibt, ich brauche auch keinen Einkaufszettel. Laufe einfach immer die gleiche Reihenfolge ab. Ja. Jenny, Mike, herzlich willkommen. Im Raum der Wunschlosigkeit. Alle Wünsche haben sich erfüllt in der Wunschlosigkeit. Silvia, Ines, herzlich willkommen. Ja, und wie einfach ist es, dieses Sehen aus dieser Wunschlosigkeit, aus dieser Absichtslosigkeit heraus zu sehen, wie es ist. Ja, Silvia, Ines. Karl schreibt, ja, schon schön, wenn nichts erreichen zu müssen. Ja, ist schon schön, Karl, nichts mehr zu müssen. Ne? Wenn jede Zwänge oder Zwangverhalten, ist ja oft ein Zwangverhalten, wegfällt. Innere Zwänge, äußere Zwänge, alles weg. Hello.
gelöst in dieser Gegenwärtigkeit. Isabella, herzlich willkommen. Und vielleicht erlebt sich der ein oder andere von euch auch jetzt traumausweitend. Isabella, herzlich willkommen. Eva schreibt, ich wünsche oft etwas zu schenken, euch allen von mir mit Zeaöl. Es riecht zitronig und macht fröhlich. Zeaöl. Ja, das kann man richtig spüren, diesen wunderbaren Geruch, liebe Eva. Dankeschön. Pan schreibt, das schönste Geschenk ist einem oder meinen Menschen im Herzen zu berühren. Ja. Und vor allem, lieber Pan, selbst berührt zu sein. Im Herzen. Von dem. Berührt sein. Was geschieht? Stefan schreibt, haben wir nicht durch die Corona-Krise ein wunderbares Übungsfeld bekommen? Ja, lieber Stefan, wir bekommen immer ein wunderbares Übungsfeld, wenn wir wirklich mit offenen Augen, bewusst und auch wunschlos jeden Augenblick begegnen. Dann ist das Leben selbst so offensichtlich, der beste Lehrmeister. Immer schon gewesen. Ja? Das Leben ist der Guru. Und jetzt so eine Geschichte wie mit diesem Virus hier, das ist auch nur eine Möglichkeit, wieder aus einer neuen Perspektive alles wieder zu betrachten und damit zu sein. Tina schreibt, im wunschlosen Raum fühlt sich an wie in der Raumkapsel zum Mars. Alida schreibt, um nochmal zum Einkaufszettel zurückzukommen, ich vergesse ihn oft. Eva schreibt, die Erde hat uns lieb. Wir sollen das fühlen. Ja, die Erde ist nicht dasselbe wie die Welt. Das sind zwei verschiedene Aspekte. Die Erde ist das, was wir von in unserem Herz, mit unserem Herzimpuls spüren können, diese Verbindung mit der Mutter Erde. Die Welt ist mehr diese weltlichen Geschehen, ja, diese Abläufe, diese, wo so viel in Anregungen und Erregungen und ja, sich alles so vermischt und verwirrend auch oft daherkommt. Das ist
wo viel Unklarheit ist in der, im Weltlichen, wo all diese mentalen und emotionalen Machtspiele auch ablaufen. Aber das Erde, die Erde ist die Verbindung zu unserem Herzen. Und das ist das Wahre. Die Erde liebt uns und wir sind ein Teil dieser Erde, solange wir hier sind, als Gast. Die Welt ist, was sie ist, aber sie ist es nicht wert, sich danach zu sehnen. Und nach der Erde brauchst du dich nicht zu sehnen, weil du selbst verbunden bist durch die Liebe mit der Erde. Ulrika schreibt, weite Ruhe spürt sich an. Susanne, herzlich willkommen. Eva schreibt, alles steht still und lauscht der eigenen Natur, ganz absichtslos. Ja, das ist die Essenz vom einfachen Sein. Eva schreibt, danke Helmut, danke dir, liebe Eva. Ines schreibt, im Moment brauchen wir nicht der Karotte hinterher zu laufen. Das brauchen wir eigentlich nie, liebe Ines. Vielleicht ist für den einen oder anderen jetzt der richtige Zeitpunkt, dass er das nie mehr braucht. Ja, das ist immer noch die Karotte hinterherzulaufen, ist eine Bewegung in die Zeit und das ist die psychologische Zeit, wo sich ja jeder mehr oder weniger drin so gefangen fühlt. Ja, weil es ja ein starker Sog ist von Kraft mit seiner Eigendynamik, die dieses Illusorische entwickeln kann in diesem Lebenstraum. Deshalb ist der Hinweis innehalten. Stopp. So wie jetzt. Zuerst immer wieder spüren, ob du verbunden bist mit deinem wahren Natur. Was kein zeitlicher Aspekt ist. Eva schreibt, die Welt ist ein Teil der Erde, ein Lichtspeicher, sowas wie Glück. Jenny schreibt, Mutter Natur gibt den Atem. Susanne schreibt, ich habe gerade meine Kinder abgeholt. Sie sind die ganze nächste Woche da. Ich freue mich sehr. Ja, wunderbar, liebe Susanne. Was für ein Glück und was für ein Segen. Genieße diese wunderschöne Zeit. Immer zeitlos im Augenblick verweilen. Ganz bewusst das Geschenk des Augenblicks genießen, denn es kommt nie wieder, dieser Augenblick.
dieses Wunder der Einmaligkeit in allem. Michaela, herzlich willkommen. Ines schreibt, ja, das wäre schön. Michaela. Ulrika schreibt, ich habe heute, was ich immer gerne sehe, History angesehen. Dabei hat sich gezeigt, wie böse Machthaber und Geheimdienste gewütet haben. Nur ein Beispiel Stalin. Da drängt sich doch immer wieder die Frage auf, wie kann es sein, dass unschuldige Kinder, arme alte Menschen und so weiter von derart bösen Energien überrollt und gequält werden? Was ist da los mit Gott? Also zuerst mal, wie das Wort History ja schon sagt, Geschichte. Ne? Das ist eine Story. Ne? His Story. Eine His Story. Sich mit Geschichten zu beschäftigen. Das lässt dich nicht unmittelbar in deinem Selbst ruhen. Ja, du kannst dich daran erfreuen, an das, an auch an diese History. Filme oder im Fernsehen. Nur eben, lass dich nicht davon beeindrucken, so dass du dir da Fragen stellen musst zu diesen abgelaufenen Zeitgeschehen. Denn es ist nicht fassbar. Es ist ein Traumgeschehen gewesen, was nicht mehr ist. Ist es so, als wenn du dich mit einem Traumgeschehen beschäftigst würdest, was du nachts geträumt hast und du wärst den ganzen Tag damit beschäftigt, was du letzte Nacht dort und dort geträumt hast und warum dir da so diese Traumsequenzen so dich so beeindruckt haben. Oder die oder jene körperliche Reaktion in dir verursacht hat. Alles ist im Traum und sind Traumfiguren, Traumrollen, die ablaufen. Der Täter wie auch das Opfer, scheinbar. Weil auch der Täter scheinbar ist, weil er erscheint. Und auch das Opfer scheinbar, weil es ja auch erscheint als Opfer. Es sind alles Rollen. Und all diese Rollen werden vom Göttlichen erlebt. Das Göttliche schaut all mit diesen Traumrollen durch die Augen des Göttlichen, dass die das alles erlebt. Und es erlebt jetzt auch gerade all das. Alles wird jetzt erlebt im Bewusstsein mit diesen göttlichen Augen schauen. So erlebt sich auch das Göttliche in diesem göttlichen Traum in seinem eigenen Untergang, in Missbrauch, im Trauma, mit allem. Weil alles, was erscheint im Bewusstsein von der dunkelsten Nacht bis zum schönsten, hellsten Tag in der Dualität von Gewinn, Verlust, von
Tod, von Grausamkeiten, von Entstehung, Vergehen, Verweilen, eben alles. Alles ist der göttliche Traum. Die Frage wäre jetzt, ja, warum träumt das Göttliche diesen Traum? Weil es nur auf diese Art sich selbst erleben kann. Nur in dieser Dualität. Es gibt kein Bewusstsein, was nur einseitig nur immer die schönen Sachen und das den Frieden und das den Reichtum und die Gerechtigkeit und nur das Licht ohne Schatten, ohne Dunkelheit. Das heißt, das funktioniert nur im Kontrastprogramm, auch mit der anderen Seite. Es ist alles Traum. Und das ist eben nicht verstehbar. Von daher ist der Verstandesgeist, möchte das gerne wissen. Er ist ja derjenige, der alles gerne erklärt haben möchte, um auch zu kontrollieren dann, ne? Weil er sieht ja in allem ein Problem, was gelöst werden könnte. Oder kann. Aber es ist nicht zu fassen. Es, ja, der Lebenstraum, der göttliche Lebenstraum, das ist nicht zu fassen. Und von daher sind ja auch meine Worte nicht die Wahrheit, weil sie ja erscheinen im Lebenstraum. Denn das, was jetzt geschieht, ist ja auch nichts anderes, wie Helmut sich erkennt im Lebenstraum. Zu erleben, ja, zu erwachen, wach zu sein im Lebenstraum, gerade. So wie du auch jetzt wach sein kannst in diesem Lebenstraum. Nicht aus dem Lebenstraum, du kannst dich nicht rausbeamen, dass es nicht mehr geschieht, dass nur noch für dich Schönes geschieht, ja. Weil solange wir hier in diesem menschlichen Körper sind, sind wir in diesem Traum. Jeder. Ob erleuchtet oder nicht, da kommt, es gibt kein Entrinnen, solange wir in diesem Körper sind. Aber du kannst erkennen, dass du das göttliche Selbst bist, was nicht beschreibbar ist, als die Wahrheit, die nicht beschreibbar ist, die nicht zu fassen ist, die in dieser Unmittelbarkeit das hier gerade erlebt. Und das musst du nicht verstehen, das kannst du nur selbst sein. Also mit anderen Worten, liebe Ulrika, mit Gott ist alles losgelöst. Was ist mit los mit Gott? Er ist vollständig, er hat sich vollständig gelöst von irgendeinem Halten an etwas. Er hat, um sich zu erleben, als hat er das geschaffen, den Lebenstraum. Sonst würde er immer in sich selbst non-dual ruhen. Und das ist ja der Zustand des, der vollständigen Abwesenheit, wie du auch erlebst, wo nichts fehlt und wo du auch sehr, sehr dich wohlfühlst, wie im Tiefschlaf. Oder wenn man so schön sagt, wenn der Mensch den Körper wieder verlassen hat, er ruhe im Frieden. Also nicht er ruhe im Frieden, er ruht im Frieden dann wieder, weil da ist ja nichts anderes als Frieden. Umso schöner ist es zu erwachen, im Lebenstraum nicht mehr identifiziert zu sein mit diesen Wellen auf der Oberfläche des Meeres, sondern gleichzeitig zu sehen,
dass du das Meer bist, was auch gleichzeitig diese Wellen verursacht des Lebensraums. Diese Gleichzeitigkeit. Das ist doch so eine wunderbare Wunschlosigkeit in dieser Gleichzeitigkeit. Das ist ein göttlicher Segen, das zu erleben. Sylvia schreibt, habt die Erde heute intensiv wahrgenommen. Sie hat gebebt. Ja, da war auch heute ein Erdbeben irgendwo in Südeuropa. Eva schreibt, danke Helmut, ein Genuss für wahr. Eva schreibt weiter, noch so viel Politik, immer wieder zurück zum Herzverbindung. Die Welt hat Platz für alle Fehler und die Erde, Mutter, Natur hat uns alle lieb. Markus, herzlich willkommen. Jenny schreibt, die Wege des Herrn sind unergründlich. Im Lebenstraum, Jenny. Markus schreibt, Herz, liebe Eva, nur zur Info, liebe Grüße. Ingrid, Chris, herzlich willkommen. Markus ist gut geborgen. Wunderbar, lieber Markus. Chris schreibt, guten Abend, lieber Helmut. Ich danke dir herzlich für dein Engagement für uns Menschen. Das ist sehr beruhigend. Danke vielmals. Danke dir, liebe Chris, für dein Sein in Liebe. Jale schreibt, die Liebe spricht, was zu handeln ist. Wer ein offenes Herz hat, für alles Leben hört die Stimme. Sehr schön. Ja, ja. Komala schreibt, vielen Dank, lieber Helmut, für das Sein hier in der gemeinschaftlichen, erkennbaren Gegenwärtigkeit. Ja, wunderbar. Corinna, Oliver, herzlichen Dank, liebe Freunde. Ja, und wenn es dann so sein soll, dann sehen wir uns dann vielleicht morgen wieder. Morgen ist Montag und am Dienstag muss ich relativ früh raus. Macht aber nichts. Da habe ich einen 2-stündigen Zahnarzttermin. Wenn er nicht noch abgesagt wird, ich muss morgen früh mal anrufen, ob der Termin überhaupt stattfindet. Das weiß ich jetzt noch nicht. Wie auch immer, ich bedanke mich für eure Liebe, euer Sein. Ihr seid gesegnet in Liebe. Als das göttliche Selbst. Dankeschön.